Hallo, Freunde. Heute ist mein 99. Clip. Das Thema deutsche Bands, Teil 3. Zwischen 79 und 82. Den Namen halte ich noch ein bisschen geheim. Nach dem Trailer geht's los. Für uns Musikhörer und Plattensammler ist es immer was Besonderes zu forschen und zu finden. Wenn man eine Band findet, die so ziemlich unbekannt ist, tolle Musik macht und fast eine Rarität ist. Für die Bands ist es eher beknackt. Die, wenn sie Rarität sind, sind zu der Zeit, wo es rauskam, nicht besonders gut verkauft worden. Weil wenn eine Platte 50.000 Mal verkauft wurde, ist es sicherlich keine Seltenheit. Und wie viel Mondai verkauft hat, ist mir nicht so bekannt. Dürfte nicht so schlecht sein. Aber in den Börsen findet man die immer wieder. Und das ist im Laden nicht. Und das ist kein gutes Zeichen, dass die Band ihre Alben zu der Zeit, wo sie aktuell waren, gut verkauft wurden. Und das gilt auch für unsere Band Mondai. Es ist eine starke Band. Die haben drei Alben erstellt zwischen 79 und 82, haben also ungefähr 4 Jahre Bestand gehabt. In Berlin, wo sie sehr bekannt waren, denn sie waren sehr umtriebig und nutzen viele Auftrittsmöglichkeiten. Durch die Unterstützung der Bewegung Rock gegen Rechts. Nicht, dass es eine Politband war oder dass sie engagiert waren. Die haben einfach diese Auftrittsmöglichkeiten genutzt, dort dabei zu sein. Sicherlich hat Herkunft und Einstellung nicht dagegen gewirkt. Dann denke ich, hätten sie es nicht getan. Die Band, Gitarre, Gesang, Schlagzeug, Bass und eine Akustikgitarre. Also ein etwas beschaulicheres Line-up mit der Akustikgitarre. Aber machen doch sehr rockigen Sound. Erstes Album, 79 erschienen. Mondai Murderer. Halt. War es für später gedacht. Ein Fold-Out-Cover. Und ich muss euch sagen, was ich besonders toll finde. Die Band hat so viel Risiko auf sich genommen. Sie haben ihr eigenes Label gegründet. Sie haben Hochglanz Fold-Out-Cover erstellt. Sie haben Textblätter beigefügt. Die Texte in Englisch, das war die Sprache, die sie zu dieser Zeit gesungen haben, aber auch deutsche Übersetzungen. Die Band hat sich ein kleines Studio gesucht, hat die Aufnahmen gemacht, hat sie gemastert, die Produktion durchgeführt und den Vertrieb angeleiert. Alles aus eigener Tasche. Ich muss sagen, großer Respekt. Ja, es kommt natürlich auf die Musik an und scheinbar war die nicht up to date. Ende 70er, Anfang 80er war die internationale Szene immer noch vom New Wave beeinflusst. In Deutschland gab es die neue deutsche Welle. Da war für Bluesrock-Bands wie Mondai kein Geist da, obwohl sie stark war. Mir ist sie aufgefallen. Natürlich Secondhand gekauft, auch nicht 79 gekauft. Mir ist sie aufgefallen, weil sie einfach ein klasse
Gitarristen und einen klasse Style haben. Andreas Pröll singt und spielt Gitarre und erinnert stark an Free, teilweise auch an Bad Company. Sie haben eine Entwicklung gemacht und haben diesen Sound dann mit der Zeit nicht weiter gespielt. Andreas ist nicht irgendein Paul Rodgers und er schafft es auch nicht, Paul Kossoff nahe zu kommen. Und trotzdem ein starker Sänger und ein toller Gitarrist. Wir werden das in der Folge dann des Öfteren hören. Ich habe großzügig Soundschnipsel beigefügt. Andreas Pröll, der Bandleader. Dann haben wir noch am Bass Harald Frohloff, an der E-Gitarre Andreas Pröll, Akustikgitarre Harald Kühnemund und Markus Worps am Schlagzeug. Dessen Frau hat übrigens die Texte vom Deutschen ins Englische übersetzt. Auf jeden Fall, das ist das Line-up. Und hört es euch mal an. Das erste Album erschien 1979 auf ihrem eigenen Label. Und so viel Liebe, wie sie in die Verpackung gepackt haben, haben sie auch in die Musik gepackt. Da ist so viel Leidenschaft. Das merkt man am Gesang. Und das ist ein echter Könner an der Gitarre, der Andreas. Wie er seine Solos intoniert und das Feinfühlige, das ganz ins Stille gehende, wunderbar. Und der zieht auch mal ein Solo über 5 Minuten durch. Hier haben wir Songs in Englisch gesungen. Da sind zwei fast 6 Minuten. Spielzeit knapp 40 Minuten. Bluesrock, kein Krautrock, kein bisschen. Die Vorbilder habe ich ja schon genannt, Free und Bad Company. Und man hört's raus. Und trotzdem ist es eigenständig. Das zweite Album erschien 1980. Confused Mind, Mondai. Wieder Fold Out, wieder im Eigenverlag von Mondai Label. Und in der Kontinuität gibt's auch noch ein drittes Album, das ist 81 erschienen. Erstmals in einem Label, hier Mondai, am Galgen von Wolf Records. Ich starte mit meinem Ranking und präsentiere meine Nummer 3, am Galgen. 8 Songs, circa 42 Minuten Spielzeit. Und es sind ein paar Songs über 6 Minuten, ein weiteres über 5. Und es sind mit Sicherheit auch die Highlights. Salvador wird übrigens auch gecovert von damaligen DDR-Bands. Eine Abtempo-Nummer, die so voller Inbrunst gesungen wird von Andreas, die auch ein bisschen an Bruce Springsteen erinnert. Ohne Zweifel. Dann 1101. Das bezieht sich auf einen Song von Robert Johnson, dem Blueser aus den frühen 30ern, der ja umgebracht wurde. Hier hat er die Arrangements umgelegt auf sein Gitarrenspiel. Diese Liebe ist umsonst. Ein echter Burner. So viel Leidenschaft, auch im Gesang, aber auch im Schub, den die Band in den Song immer wieder einbringt, hervorragend. Und ein ziemlich heavy gespieltes Gitarrensolo. Blues beten. Der Captain, auch eine Abgehnummer, im Mittempo-Bereich, aber sehr voluminös. Eleika Hivoka, der einzige Song, der nicht von ihm geschrieben ist, den hat der Bassist geschrieben, Harald Frohloff. Ansonsten ein starkes Album, das jetzt in Deutsch gesungen wird. Also kein einziger englischer Titel mehr drauf. Und die Tendenz geht vom Bluesrock zum Straighten Rock.
Da war sicherlich das Bemühen da, doch noch anzukommen, die Kunst, die man beherrschte, unter das Volk zu bringen, sich gegen nicht New Wave, neue deutsche Welle durchzusetzen. Ein Scheißunterfangen, das leider nicht geklappt hat. Dazu kommt noch, dass Wolf Records bei der Veröffentlichung des Albums ziemlichen Murks gebaut hat. Das Album ist gar nicht so oft gekauft worden. Vorher war es so, dass die Band immer mit den Erträgen reinvestieren konnte. Also es hat sich in jedem Fall rentiert und man hatte schon Geld für die Vorproduktion. Und deshalb musste man sich überlegen, was zu tun ist, und die Band löste sich 82 auf. Hier sind noch die Liner Notes, also die Texte sind drin. Wirklich mit so viel Liebe gemacht, dafür alleine gebührt der Band großes Lob. Entfernt am Fluss. Ich hörte Schüsse und Rufe und es lag was in der Luft. Ich sprang ins Gebüsch, riss Zweige aus und stellte mich tot. Ich sah durch die Blätter Gewehre, Stiefel und einen nackten Fuß. Ich hatte hilflos da, starr vor Angst den Hals. Die voluminöse Stimme von Andreas finde ich ausgezeichnet. Sie hat so eine Tendenz zwischen Paul Rodgers und Bruce Springsteen. Bisschen zu hoch gegriffen vielleicht. Aber bedenkt, die Produktion war von den Bandmitgliedern, also von Amateuren hier eingespielt. Das merkt man natürlich auch, dass sie nicht auf hohem Niveau ist. Doch das Talent, sei es der Bandmitglieder, insbesondere Andreas beim Singen, aber auch bei der Gitarre, ist unverkennbar. Ein herausragendes Talent. Und der pumpende Bass mit einem guten Schlagzeugwirbel, immer wieder Tempo forcierend, kommt gut rüber. Meine Nummer 2. Confused Mind. Da sind die Songs deutlich länger. Die Arrangements sind ähnlich gelagert, aber der Charakter des ersten Albums, wo sie doch sehr bluesrockig sind, ist hier schon etwas anders gelegt. Mehr Heaviness und immer noch Bluesrock, aber straight und gute Riffs, scharfe Solos. Zum Teil wieder filigran gespielt, also bis ins flüsternde Gitarrenwerk. Ich finde es ausgezeichnet. Man erkennt einfach, dass man hier einen tollen Gitarristen vor sich Dem hat. einen oder anderen Song kannst du noch Bad Company raushören. Free ist hier nicht mehr drin. Meine Nummer 2. Confused Mind. Immer noch auf ihrem eigenen Label. Man muss dazu sagen, der Vertrieb
den sie selber auf die Beine gestellt haben, hat so gut geklappt, dass sie die Kosten für die Produktion und hier in dem Fall für das Album die Vorproduktion reinbekommen haben. Also sie mussten nicht am Hungertuch nagen und sie mussten auch niemanden anpumpen. Damit waren sie frei in ihrer Gestaltung. Und somit aber auch ein bisschen amateurhaft. Sehr viel Charme, Confused Mind. Wir hören mal einige Songbeispiele. If you see somebody dancing, Lord, to the sound of the street. If you see somebody conducting, you are like a shadow behind my back. I can't run fast, I can't lose my back. Oh Lord, no, how I hate you. Lord knows how I hate you. Man kann vielleicht sagen, das eine oder andere Lied hat eine Länge, aber wenn dich der Song nicht catcht, die Gitarre, der Sound, die Solos, die catchen dich auf jeden Fall. Andreas Prohl ist ein echt starker Gitarrist. Prohl heißt er. Meine Nummer 1 im Ranking ist das erste Album der Band, Murderer, auf ihrem eigenen Label. Hier ist mal ein Pianist zu Gast, ansonsten machen die alles selber. Und auch die Produktion, wissen wir ja schon. Die Songs schrieb Andreas Prohl und auch in der Gestaltung des Covers ist er beteiligt. Es liegt um Nuancen vor Confusion Mind. Es hat noch den Entdeckungscharakter, wo du das Album hörst und denkst, Free, habe ich Free aufgelegt? Aber den Titel kenne ich ja gar nicht. Also es ist wirklich authentisch und trotzdem anders. Hat nicht die Wucht wie bei Free, wenn ich da an Roger Waters, an Paul Rodgers denke oder eben auch an das filigrane Gitarrenspiel von Paul Kossoff. Und nichtsdestotrotz ist es ein starkes Gitarrenalbum. Bluesrockig, noch eher filigran gespielt, nicht zu sehr Heaviness. Und tolle Gitarren. Oh, Lord, there's not a fairy tale, there's really true. Certainly a blunder, but they sure had me scared. Ooh, that's a tube of circumstance, that's what they said. Ooh, but look at my homemade prison, seems so unfair that I am a murderer. So the headline, I am a murderer. Oh Lord, no one knows. Oh,
Die Band Mondai erreicht sicherlich nicht internationale Standards, aber eine mit Herz gemachte Musik und dieses ganze Drumherum, wo sie alles selber gemacht haben, das finde ich sehr bemerkenswert. Es ist ein Schmuckstück, diese Band und ihre drei Alben in deutschen Landen. Wie ich finde, denn Andreas Pröhl ist auf jeden Fall ein Könner. Er hat eine tolle Stimme, kann gut damit singen und eine Gitarre, die er bis ins Feinste spielt. Ich mag das, wenn er so von den ausufernden Solos, die laut halt sind, dann so langsam immer leiser wird und die Gitarre flüstert. Fast verschwindet sie und trotzdem hört man noch ein paar Töne. Das mag ich. Und wenn ihr an dem Schmuckstück interessiert seid, geht auf eine Börse, da könnt ihr das finden. They can satisfy me, I will. But a second is a second. What will I do with the next? I'm a one thing man. Die Band Mondai aus Berlin gilt es zu entdecken. Ich denke, viele von euch haben schon, aber andere, die auf eine Börse gehen und diese Platte sehen, die ist jetzt nicht ganz billig, aber durchaus erschwinglich. Und Murderer ist ein echter Hammer, ein echter Ohrwurm. Freunde, das war's mit den deutschen Bands für diesen Clip. Der nächste ist der 100. Und da habe ich mir natürlich was Besonderes ausgedacht. Da müssen die deutschen Bands mal pausieren. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen guten Tag und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bye bye.